Jesus, hab du Dank für diesen neuen Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass wir vor dich kommen dürfen und dich anbeten dürfen. Jesus, ich möchte dich einladen, dass du jetzt in dieser Predigt zu uns sprichst, dass du dein Wort für uns auftust und dass wir deine Stimme hören zum Herzen. Amen. In den letzten Wochen habe ich viel mit jungen Menschen gesprochen und da ist mir eine ganz neue Form von Angst über den Weg gelaufen, die ich in den letzten Jahren so gar nie wahrgenommen habe. Ich habe von vielen jungen Menschen gehört, die gesagt haben, im Internet, da höre ich gerade andauernd von Predigern und Podcastern, dass die Endzeit jetzt begonnen hat und dass Jesus bald wiederkommt und das macht mir Angst. Ist es nicht die Zeit, in der dann die ganzen Katastrophen kommen, in der dann alles so schwierig wird und alles dieses Schreckliche, was in der Offenbarung steht, dann so hereinbricht? Ist das nicht das? Das macht mir irgendwie Angst. Und wenn etwas Schlimmes passiert, Katastrophen, Naturkatastrophen, Kriege, Hungersnöte, was auch immer, egal wann in der Geschichte, es hat bei Christen immer die Reaktion hervorgerufen, dass sie sich gefragt haben, ist das jetzt die Zeit? Ist das jetzt die Endzeit? Ist das jetzt das Ende? Und in den letzten 3 Jahren, da ist ja einiges passiert. Da hat ja einiges Unterschiedliches stattgefunden. Also eine Pandemie vor 3 Jahren, falls noch jemand weiß. Unterschiedlichste wirtschaftliche Probleme, die daraus resultiert sind. Plötzlich gibt es Krieg in Europa. Überall in den Nachrichten hört man von Erdbeben da und hier und Flutkatastrophen und Waldbrände und was nicht alles. Und dann kommt noch der Klimawandel obendrauf. Und jetzt ist auch noch Krieg in Israel. In diesem Land, wo Gott gesagt hat, hier schreibe ich Geschichte. Das ist mir so wichtig, dieses Land. Das ist mein Augapfel, das Sammy das letzte Mal so toll hervorgestellt hat. Und bei vielen Christen stellt sich die Frage, hat die Endzeit jetzt begonnen? Und deshalb will ich auch mal mit diesem Teil anfangen. Im Neuen Testament lesen wir in ganz vielen Stellen davon, dass das Ende kommt. In 1. Petrus 4, einen Moment. Yep. Yeah. In 1. Petrus 4, da steht, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Oder in 1. Johannes 2, Vers 18, da steht, wird noch deutlicher formuliert, Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist, und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solcher Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir aber, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Die ersten Christen waren felsenfest davon überzeugt, das Ende kommt bald. Das Ende ist ganz nahe. Jesus wird bald wiederkommen. Und wenn wir diese Texte aus der heutigen Perspektive lesen, dann neigen wir manchmal ein bisschen dazu, das so ein bisschen zur Seite zu schieben. So ein bisschen beiseite zu schieben, oh ja, ist schon lange her, dass die gemeint haben, es ist nahe. Es wirkt irgendwie schon relativ weit weg, dass die gemeint haben, es sei nahe. Und das ist ja irgendwie nicht so richtig eingetreten. Haben sie vielleicht einfach gar nicht recht gehabt? Ich halte es für fatal und für falsch, das so zu machen. Ich glaube, dass diese Texte uns viel mehr deutlich machen, dass das Ende schon lange eingeläutet ist. Dass die Endzeit, der letzte Teil der Geschichte, schon lange begonnen hat. In Matthäus 24, da fragten die Jünger Jesus, Herr, wann kommt das Ende? Und Jesus sagt, es wird der Tempel zerstört und es wird Verfolgung kommen. Es wird Bedrängnis kommen für euch. Daran werdet ihr erkennen, dass das Ende nahe ist. Und wenige Jahrzehnte später wurde der Tempel zerstört und die Jünger gerieten in schrecklichste Verfolgung. Und das hat langsam angefangen, wie es beschrieben ist, und hat sich immer weiter zugespitzt. Als Petrus diesen Brief schreibt, den 1. Petrusbrief, den ich gerade eben zitiert habe, da sind die Christen schon in höchster Bedrängnis. Das wird irgendwie so wahrscheinlich 62 bis 64 nach Christus gewesen sein. Und da wird erzählt, 64 nach Christus war der erste, schrecklichste Pogrom in Rom.
Und wir dürfen uns das nicht so vorstellen, naja gut, die Juden, die wurden halt verfolgt, die wurden da ein bisschen ausgelacht, sondern das war horrend, was die Menschen damals durchmachen mussten, was die Christen da durchmachen mussten. Tacitus, einer von den römischen Geschichtsschreibern, der schreibt davon und erzählt, was Kaiser Nero mit diesen Christen machen ließ. Und ich will es einfach sagen, weil es tatsächlich einfach so ist. Diese Christen wurden gekreuzigt. Und weil Nero noch Spaß dran hatte, hat er den ganzen Spaß in seinen Augen, in seinem eigenen Garten stattfinden lassen. Und als die Abendstunden kamen, hat er gemeint, oh, es wird dunkel. Und dann hat er die Gekreuzigten auch noch weiterleiden lassen. Zur Beleuchtung der Nacht. Die Prophezeiungen, die Offenbarung zeichnet, was Jesus erzählt, das hat nicht irgendwie nur eine lange Zukunftsperspektive. Die Christen, die damals gelebt haben, kurz danach, die haben gewusst, oh, diese Prophezeiung, die hat derart Schlagkraft, das, wovon der redet, das ist hier, das ist jetzt, das ist bei mir. Wenn die Offenbarung davon berichtet, dass es Hungersnöte gibt, dass es Kriege gibt, dass es Leiden gibt, dass es Verfolgung und Abfall vom Glauben gibt, dann ist das genau das, was die letzten 2000 Jahre sehen, in enorm krasser Form. Und wir schauen manchmal in die Offenbarung rein und sehen das so als so ein Buch mit 7 Siegeln, als so ein Buch mit irgendwie so komischen Symbolen und dann denken wir so, was ist das? Und dann irgendwie, ja, das kommt wahrscheinlich noch nur in der Zukunft. Dann kommt wahrscheinlich irgendwie so ein Drache und dann, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir darauf reagieren. Die Christen damals, die haben gewusst, wie sie das zu verstehen haben. Die haben einen Kaiser vor sich sitzen gehabt, der gesagt hat, wie ein Drache aus dem Abgrund, der vor sie hingesessen ist und gesagt hat, wenn ihr mich nicht anbetet, dann werde ich euch töten. Und es ging über Jahrhunderte hinweg. Warum ich das so herausstelle, ist, die Bibel spricht davon, dass die Endzeit eingeläutet ist. Und das ist die Wahrheit. Und zwar schon seit sehr langer Zeit. Und trotzdem, und das müssen wir uns vor Augen führen, warum schreibt Johannes das, wenn das dann ja sowieso kurz bevorsteht? Johannes hat die Offenbarung nicht geschrieben, um irgendwie einen Leitfaden zu geben durch die Katastrophen der Welt. Das ist eigentlich das Beiwerk. Johannes' Anliegen ist eigentlich, ein Buch der Hoffnung zu schreiben. Ein Buch der Hoffnung, was jeder Christ in den letzten 2000 Jahren, der es liest, für sich schnappen kann und sagen kann, ja, hier gibt's Hoffnung. Da malt Johannes ein Bild von einem Gott, der auf dem Thron sitzt, in jeglicher Drangsal, in jeglicher Verfolgung. Sei dir gesagt, da sitzt einer auf dem Thron und er hat alles in seiner Hand. Und er wird das Ende bestimmen. Und er wird der Sieger sein. Das ist die schöne, das ist die kostbare Botschaft der Offenbarung. Und wenn wir es sehen, wenn wir das lesen, und das will ich einfach so sagen, dann möchte ich sagen, wenn du Angst hast vor der Endzeit, wenn du einer von diesen jungen Menschen bist und sagst, irgendwie das macht mir Angst, dann lass dir sagen, die Offenbarung ist nicht in erster Linie ein Buch. Wenn man die Offenbarung liest und danach Angst hat, dann hat man sie eigentlich falsch gelesen. Die Offenbarung ist kein Buch der Angst, sondern ist ein Buch der Hoffnung, der unendlich großen Hoffnung, größer als sich jeden Mensch vorstellen kann. Jetzt sind diese ganzen Dinge in der Endzeit passiert, aber eine Sache steht noch aus und das ist das, was Jesus am Ende sagt zu seinen Jüngern auf die Frage, wann kommst du wieder? Und das sagt Jesus in Matthäus 24, hätte ich wegklicken können. In Matthäus 24, Vers 2, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Wenn Jesus das für wichtig gehalten hätte, dass wir es wissen, wann das kommt, dann hätte er es uns gesagt. Dann hätte er es seinen Jüngern gesagt. Und über die Jahrhunderte hinweg in der Kirchengeschichte wurde diese Frage so oft bewegt, wann ist das jetzt? Und es wurden so oft Hinweise gesehen, dass es jetzt der Fall ist, dass es jetzt losgeht. Jetzt ist es so. Und Menschen haben das so dran geglaubt und das waren nicht irgendwelche Hinweise, sondern da waren Menschen, die gesagt haben, ich habe in der Bibel Hinweise darauf gefunden, dass es so ist. Und Menschen haben sich aufgemacht, haben teilweise ihr Hab und Gut verkauft und
tatsächlich in Massen und sind nach Osten gewandert, haben aufgehört, Kinder zu kriegen. Das gibt es in der Kirchengeschichte immer wieder. Und immer wieder gab es da diese Tendenz dazu, diese Frage doch zu beantworten, die Jesus nicht beantworten wollte. Was da am Ende zurückbleibt, ist häufig einfach eine große Enttäuschung bei den Menschen. Und es ist so zentral, das sagt Jesus uns immer wieder, lebt in dem Bewusstsein, dass ich bald wiederkommen werde, dass ich wiederkomme. Lebt die ganze Zeit in diesem Bewusstsein. Es soll euer Leben prägen, dass ich ein Gott bin, der wiederkommt. Das soll euer ganzes Tun und Handeln immer bestreben. Und trotzdem macht das nicht präzise und er beantwortet es nicht genau. Und ich will das einfach nur so sagen, man kann darüber nachdenken, wann kommt Jesus wieder, wann ist es jetzt endlich soweit, wann wird es so sein und man darf, das sagt niemand was dagegen, wir dürfen die Hinweise uns auch überlegen und deuten, aber wir sollten nicht unser Herz dran hängen. Wir sollten nicht unser Herz dran hängen, daran, dass wir es jetzt wissen. Weil es weiß allein der Vater und das ist wahrscheinlich gut so, sonst hätte es uns Jesus gesagt. Ich glaube, manchmal ist es auch aus einer Angst heraus, dass man diese Frage stellt. Aus einer Angst heraus, dass man es genau wissen will. Ich bin unsicher. Ich will wissen, was passiert. Wann passiert's? Und deshalb will ich jetzt auf dieses Thema Angst eingehen. Wie kann ich mit Angst umgehen? Wie kann ich in meinem Leben, ob es jetzt Zukunftsangst ist, ob es Endzeitangst ist oder ob es irgendeine andere Angst ist in meinem Leben, mit Ängsten umgehen? Denn Ängste kennen wir alle. Ängste kennen wir in unserem Leben alle. Egal, wer wo hier im Saal sitzt oder ob er hier oben steht, Ängste sind uns alle bekannt. Und wir erleben manchmal, dass uns das richtig fesseln kann, dass uns das richtig umklammern kann. Wenn so eine Angst kommt, dann nimmt uns das mal richtig wie so eine Kette gefangen. Letzte Woche habe ich das ganz persönlich erlebt. Unser Sohn Benaja ist noch relativ frisch hier auf der Welt, so ein paar Wochen alt und so ganz zart. Und wenn man frisch Eltern ist und noch das erste Mal, dann hat man gar keine Erfahrungswerte und denkt bei allem, ist es normal? Ist es normal? Ist es nicht normal? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Letzte Woche gab es so eine Situation, Benaja ist seit 2 Wochen so ein bisschen erkältet, jetzt nicht so gut. Und dann wollte ich gerade morgens in die Brücke hierher fahren zum Arbeiten und dann sagt Sophie so, du JD, der Benaja, der hat hier so eine Blase an der Lippe. Ich dachte ja so, okay, Blase, gucken wir uns mal an, ja, sieht nach einer Blase aus, okay. Und dann plötzlich kam der Gedanke in meinen Kopf, oh, da war doch diese Ärztin im Krankenhaus und die hat gesagt, darauf müsst ihr besonders aufpassen, Herpes. Das ist so eine Sache, die ist für Kinder in den ersten paar Lebensmonaten tödlich. Da muss man richtig aufpassen und der Gedankenzug rattert los. Er rattert im Kopf los. Oh Gott. Oh, ist es. Ja, gut. Hat vielleicht irgendjemand gehabt, der vor Amt gehabt hat. Ich meine, Benaja, der ist in den letzten paar Wochen quasi auf jedem Arm in der Youth einmal durchgewandert. Hat vielleicht irgendjemand Herpes gehabt, hat es nicht gewusst. Was ist jetzt los? Und plötzlich habe ich gemerkt, wie diese Kette sich erstmal auf meine Schulter legt und dann einmal so macht. Und es hat sich angefühlt, dass es immer näher kommt. Ich weiß nicht, wer das kennt. Die Geschichte geht so aus, Benaja hatte einfach nur ein kleines Bläschen an der Lippe, weil er vom Saugen einfach ein bisschen zu viel gesaugt hat. Kinderärztin hat das geklärt. Situation entschärft, alles gut. Aber dieser Gedanke, diese Angst, die mich da so fesselt, die hat mich nicht losgelassen. Angst kann uns fesseln, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Wege zu gehen, die richtigen Dinge in unserem Leben zu tun. Und in der Bibel, da taucht es ganz oft auf, dieser Satz, fürchte dich nicht. Diese Aufforderung, wende dich von der Angst ab, wehr dich gegen die Angst, widerstehe der Angst. Und Uli hat vor 2 Wochen ein Beispiel mit der Wasserschüssel benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Da war dieses Thema der Stürme, der Probleme im Leben, die einfach immer um uns herum sind. Da kommen wir nicht raus. Und
Egal, in welcher Zeit wir leben, auch vor 1500 Jahren während den großen Hungersnöten im 6. Jahrhundert oder vor 400 Jahren während dem 30-jährigen Krieg und der Pest, vollkommen egal, Stürme gibt es in jedem Lebensabschnitt oder wir heute mit unseren Herausforderungen und unseren Nöten. Egal wann, es schüttelt. Und da steht eine Geschichte in der Bibel, wo es die Jünger auch ordentlich durchschüttelt. Das ist dieser Wunderbericht von Markus in Markus 4, Vers 35 bis 41, wo erzählt wird, wie Jesus mit den Jüngern ins Boot steigt und auf den See Genezareth hinausfährt. Und Jesus legt sich hinten ins Boot und schläft ein. Und die Jünger, die fahren munter drauf los. Und plötzlich zieht ein Sturm auf. Sturm. Es wackelt. Kommt uns bekannt vor, ja. Da wackelt es überall. Und die Jünger, die kriegen Todesangst. Sie versuchen, gegen den Sturm anzukämpfen. Und dann drehen sie sich zu Jesus um und sagen, Jesus, merkst du nicht, dass wir hier sterben? Kümmert es dich nicht, dass wir hier draufgehen? Und Jesus steht auf. Und er stillt den Sturm. Und was sagt er dann zu seinen Jüngern? Er sagt zu seinen Jüngern, warum habt ihr Angst? Habt ihr noch nicht Glauben genug? Habt ihr noch keinen Glauben? Warum habt ihr Angst? Interessant ist, Jesus fragte nicht, warum zweifelt ihr an mir? Habt ihr noch keinen Glauben? Das sagt Jesus ja hier nicht. Er fragt ganz direkt, habt ihr Angst? Warum habt ihr Angst? Und wir Menschen, wir denken häufig, auch wir Christen, dass das Gegenteil von Glaube der Zweifel sei. Aber die Bibel sagt da was anderes. Die Bibel sagt, dass das Gegenteil von Glaube die Angst ist. Jesus fragt nach der Angst, weil die tiefer liegt und der Zweifel eigentlich aus der Angst heraus erst erwächst. Angst ist ja zunächst mal ein Schutzmechanismus. Wenn wir vor einer Sache Angst haben, dann reagiert unser Gehirn, schüttet Adrenalin aus und wir sind ganz bei der Angst, bei dem Ding, was uns Angst macht. Wenn hier jetzt auf der Bühne eine Schlange auftauchen würde, eine giftige oder irgendeine Schlange, weil ich keine Ahnung habe von Schlangen, irgendeine Schlange, dann würde ich, egal was drumherum ist, so nur noch auf die Schlange schauen. Ich würde nur noch fokussiert sein auf das, was die Schlange tut. Und dann würde mein Gehirn mir sagen, lauf weg, möglichst zügig. Aber ich wäre nur noch fokussiert darauf. Und das ist ein Schutzmechanismus, den Gott uns so gegeben hat, weil es gut ist, dass wir in gefährlichen Situationen uns auf die Sache konzentrieren können, die uns Angst macht. Das Problem ist aber, dass wir heute in einer Zeit sind, in der wir fortlaufend und ständig mit Angstsituationen und angsteinflößenden Situationen konfrontiert sind. Im Smartphone. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, die ganze Zeit rattert es rauf und runter. Dinge, die nicht gut laufen, Dinge, die uns Angst machen können. Börsenwerte, oh, wirtschaftliche Prognosen, Haushalt der Bundesregierung, oh. Erdbeben, Krieg. Und wir spüren, dass unser Gehirn, und unser Gehirn reagiert darauf, weil es nicht so einfach unterscheiden kann, ist das jetzt eine angsteinflößende Situation, die so lala ist, oder ist es ein Tiger und wir fangen uns an, auf diese Sache voll und ganz zu fokussieren, die da ist, die da im Raum steht und die uns potenziell Angst macht. Angst kommt von dem Wortstamm beengt, wie ich es gerade auch mit der Kette schon gesagt habe, und das passiert genau dann. Unser Gehirn, keine Ahnung, hier läuft jetzt ein Löwe rein hinter der Leinwand. Wer von uns hier im Raum würde noch weit zu mir zuhören, während ich hier drüben stehe und schlaue oder weniger schlaue Dinge sage und den Löwen hier nicht beachten? Niemand. Würde niemand tun. Jeder würde sich auf das fokussieren. Das Blickfeld verengt sich und beengt sich auf diese eine Sache. Und egal, was es in deinem Leben ist, ob es Angst vor Krankheit ist, ob es wirtschaftliche Schwierigkeiten sind, ob es Angst vor Einsamkeit ist oder vielleicht auch, dass Beziehung, in der man ist, kaputt geht, dass es den Kindern nicht gut geht, dass den Kindern was passiert. Egal was, die Ängste können kommen und unseren Verstand gefangen nehmen. Der Punkt ist aber, umso stärker wir Angst haben,
desto mehr fokussieren wir uns auch, fangen wir an, uns auch um uns selber zu drehen. Beispiel Löwe. Wir haben hier einen Löwen im Raum und jeder würde intuitiv zunächst mal auf sich selber achten, dass er selber schnell mal wegkommt und vielleicht noch, wenn es gut läuft, seine Frau und seine Kinder, weil das sind ja meine. Aber Rest wäre uns zunächst mal ein bisschen egal. Das passiert, wenn Angst kommt und umso stärker die Angst wird, umso enger treibt uns das in was hinein? Ja, in den Egoismus, in Zentriertheit auf uns selber. Und das, was da passiert ist, dass wir in das Gegenteil von dem kommen, wo Gott uns dazu beruft. Angst ist der ultimative Ausdruck dessen, das, was da bei Glauben auf der Seite passiert, im Gegensatz zur Angst, ist der ultimative Ausdruck dessen, dass das schlechte Früchte in unserem Leben hervorbringt. Wenn wir uns um uns selber kreisen und nur noch auf die Angst fokussiert sind und nur noch darauf achten, dann raubt uns das mit der Zeit die Kraft. Und wir verlieren die Liebe für die anderen Menschen, Egoismus, merkt ihr. Und wir verlieren auch die Besonnenheit, Dinge klug zu entscheiden. Sondern da ist nur noch dieses eine Ding. Und deshalb sagt Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 7 diesen berühmten Satz: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich habe gerade die drei Dinge schon erwähnt. Das ist ja schon interessant. Das steht dem regelrecht gegenüber. Kraft, Angst raubt uns die Kraft. Liebe, sie nimmt uns die Liebe für die anderen Menschen. Und sie nimmt uns auch die Fähigkeit, kluge und besonnen abzuwägen. Und deshalb sagt Paulus hier relativ zugespitzt, es ist wie eine Einstellung, wie ein Charakter, wie ein Geist von Angst. Deshalb ist es nicht nur einfach nur eine Verhaltensweise, sondern es ist wie ein Geist, der uns von den guten Früchten im Leben wegdrängt. Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, der hat ja selber genug Grund gehabt, Angst zu haben in der Situation, wo er war. Er hat es so um 60 rum geschrieben, wie der Philipperbrief. Er saß im Gefängnis und es war klar, wenn es hier rausgeht, dann wird es höchstwahrscheinlich auf meine Hinrichtung hinauslaufen. Paulus hatte genug Grund, um Angst zu sein. Aber dieser Paulus, der schreibt in Philipper 4, 6 bis 7, und an dem Vers möchte ich jetzt nur ein paar Sachen rausarbeiten, wie wir mit Angst gut umgehen können, schreibt hier eine sehr, sehr kluge Sache. Er schreibt zunächst mal: Der Mann im Gefängnis, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Inneren bewahren. Es sind vier Dinge, die Paulus hier in diesem Vers benennt, die uns helfen, Angst zu überwinden und aus Angst herauszutreten und mit Angst in unserem Leben umzugehen. Und die ganz praktischen Schritte möchte ich mir jetzt mit Ihnen und euch zusammen mal anschauen. Zunächst mal sagt er, wendet euch in jeder Lage, steht ganz rechts, in jeder Lage mit Bitten, in jeder Lage. Das Erste, was Paulus hier sagt, ist: Erkenne erstmal die Situation an, in der du stehst. Wir haben hier diese Angst und den Glauben. Und wenn ich jetzt Angst habe, dann sind es ja manchmal Dinge, die gar nicht so akut, wie ich es jetzt gerade mit Beispielen benannt habe, herausbrechen, sondern es sind manchmal Dinge, die ganz subtil in unserem Leben irgendwo ganz weit unten liegen. Wir müssen zunächst mal und zuallererst mal die Situation anerkennen. Und wisst ihr, wo das häufig passiert? Das passiert abends, wenn es ruhig wird, ich ins Bett gehe, auf der Bettkante sitze, mich hinlege und dann der Kopf Zeit hat, loszukreisen. Ich weiß nicht, wer schon mal eine schlaflose Nacht gehabt hat, aber an der Stelle, da schälen sich so manche Ängste plötzlich heraus. Und Paulus sagt: Erkenne erstmal deine Situation an. In jeder Lage tut es. Egal in welcher Lage.
tausend Dinge prassen den ganzen Tag auf uns ein und die unterdrücken regelrecht die Dinge, die unser Inneres manchmal spricht. Wo eigentlich unser Inneres sagt, warte mal, da habe ich eigentlich Angst vor der Sache. Da bin ich eigentlich auf der Seite hier und ich habe Angst. Und dann gilt's manchmal zu überlegen, okay, was ist hier in mir los? Abends mal ruhig zu werden und für sich zu leben, wo ist Stress, Leistungsdruck, Selbstzweifel, Angst? Ist vielleicht Krieg oder ist Angst vor Krankheit? Ist Geldsorge? Ist Sorge um die Zukunft oder um die von meinen für die Zukunft von meinen Kindern? Wo brodelt eigentlich was in mir? Wo ist eigentlich eine Angst, die mich fokussiert und die mich voll ausrichtet auf sich und die mir den Blick auf den Glauben eigentlich raubt? Weil die Dinge, die, auch wenn sie nicht offensichtlich sind und so ganz weit oben liegen, die sind ja trotzdem da. Die nehmen trotzdem unseren Blick gefangen und unser Fokus in Beschlag. Und dann geht Paulus weiter. Schritt 2. Uppala. Ist das gehört? Schritt 2, er sagt, wendet euch im Beten. Wir bleiben hier in dem Angstbild und trüben Glauben. Ich bin hier und ich erkenne, ich habe da Angst. Dann sagt Paulus ganz klar, fang an, Gott zu bitten für das, was da vor dir liegt, was dir da Angst macht. Sag Jesus ganz klar, hier Gott, hier, da habe ich Angst, dass Krieg in Europa ausbricht, da habe ich Angst, dass XY. Einfach sagen, in Gebet. Und dann kommt ja dieser Punkt, dass Paulus auch sagt, wendet euch. Also im Gebet, da fange ich an, meinen Fokus wegzunehmen von der Angst und hinzudrehen immer mehr zu Gott. Bete, sag's Jesus und fang an zu flehen, ist der zweite Punkt. Ah, der dritte Punkt. Roy, du musst klicken, irgendwie funktioniert bei mir hier gerade nichts mehr. Eins weiter, danke. In Flehen. Flehen, so ein altertümliches Wort. Sagt Jesus, was euch fehlt. Und es wird dazu führen, dass ich mich umdrehe. Wenn ich Jesus sage, hey, ich merke eigentlich, das ist nicht nur einfach die Angst vor dem Krieg, sondern eigentlich fehlt mir eine Perspektive auf mein Leben, auf das, dass ich zu mehr berufen bin, dass ich keine Angst haben brauche, weil mein Leben in größeren Händen liegt. Mir fehlt deine Perspektive, Jesus, auf mein Leben. Und man merkt, es beginnt sich langsam zu drehen und es wird möglich. Was ist es? Friede? Ist es Nähe? Sind es materielle Dinge? Und am Ende, als vierter Punkt, sagt Paulus, wendet euch in Dankbarkeit, im Danken, in Danksagung an Gott. Und das verändert alles. Das ist ein ganz entscheidender Schritt. Wenn ich mich zu Jesus umwende und nicht mehr nur sage, was mir fehlt, sondern anfange, das zu proklamieren und zu danken, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, in Fähigkeiten, wer er ist und wer ich in ihm bin und was mir zugesagt ist, dann bringt mich das radikal, da kann ich nicht mehr an der Angst festhalten. Wenn ich hier bin und Jesus danke für das, was er ist, welche Macht er hat und wie groß er ist, dann kann ich nicht mehr auf der Angst fokussiert bleiben. Wendet euch in Beten, in Flehen und in Dank. In der Offenbarung, da taucht genau das Bild auch auf. Das ist ganz spannend, das übersieht man ganz leicht, aber die Offenbarung ist an ganz vielen Stellen durchwoben von Lobpreis. In Kapitel 4, in Kapitel 7, in Kapitel 11, in Kapitel 19 kommen immer wieder diese Visionen des himmlischen Lobpreises vor. Und es mag manchmal auch ein bisschen verstörend wirken. Da ist irgendwie so eine Katastrophe beschrieben und plötzlich kommt wieder und alle Engel priesen Gott und alle Heiligen, die drumherum standen. Aber wisst ihr, was da passiert? Da passiert genau das. Da ist genau dieser Focus-Change, dieser Wechsel der Fokussierung ist genau da veranlagt. Ich schaue nicht länger auf die Angst. Ihr Verfolgten, schaut nicht länger auf die Angst, sondern schaut, wendet euren Blick auf den, der ewig angebetet wird, in Dank und in Lobpreis. Das ist hier, was in der Offenbarung so drinsteckt, denn wenn ich Gott sage, dann kann das, wenn ich Gott sage, wer er ist und ihm Dank entgegenbringen, dann kann mich das aus jeder Situation in meinem Leben herausholen.
weil er ist mächtiger. Gott ist gut und mein Leben ist in seiner Hand. Das Ende, die Welt, alles, was ist, ist in seiner Hand. Ich habe vorher kurz diese Geschichte von den Jüngern im Boot angerissen. Und wir interpretieren diese Geschichte häufig auf unser eigenes Leben. Ich in meinem kleinen individuellen Lebensboot. Wir schippern da durch die Welt. Und dann kommen die Stürme. Die ersten Christen, namentlich der Kirchenvater Origenes, der hat die Sache ein bisschen anders interpretiert. Der hat gesagt, oh, warte mal, hier in diesem Wunder, hier in dieser Wundertat Jesu, da steckt mehr drin. Und er hat in diesem Schiff die Kirche Jesu erkannt. Dieser Mast, der im Zentrum steht, in Kreuzform, umgeben von den Planken der Liebe. Und dieses Boot schifft los. Und was passiert? Es gerät in Stürme. Es gerät in Verfolgung, es gerät in Bedrängnis. Und all das passiert. Und wie reagiert die Gemeinde? Wie reagiert die Gemeinde? Ja, natürlich. Sie hat Angst. Und sie kämpfen gegen Sturm. Und wir können das auch machen. Wir können auch unseren Fokus auf das legen, was drumherum ist, in unserem Kirchenschiff, in unserem Boot, wie wir durch dieses Meer fahren. Und wir können unseren Fokus auf den Sturm legen oder fangen an, uns umzudrehen. Auf den, der da liegt und schläft. Und zu ihm sagen, Herr, ich habe Angst. Ich habe Angst. Aber ich weiß, du bist der, der nur aufstehen muss. Und alles wird still. Und von dem uns verheißen ist, dass er am Ende der Zeit alle Stürme stillen wird. Einfach den Fokus changen. Die Jünger drehen sich um und sie schauen auf Jesus. Und plötzlich verändert sich für sie alles. Sie werden ruhig. Das ist uns verheißen, auch in dieser Geschichte. Weil wenn Jesus den Sturm auf dem See stillen kann, dann kann er es auch in deinem Leben und dann wird es auch in aller Ewigkeit tun. Ich möchte Sie und ich möchte euch einladen, dass wir das für uns überlegen. Wo sind Ängste in meinem Leben? Sie im Gebet vor Gott bringen, sagen, was uns fehlt und ihm danken für das, wer er ist. In Lobpreis einstimmen und darin den Wendepunkt schaffen für uns. Dass wir nicht gegen Sturm kämpfen, sondern auf Jesus schauen. Und mit ihm kommen wir ans Ziel. Amen.